Bundletest kompakt. Und hier ist Ihr Moderator, Milky 316. Diesmal nicht dünn. Nee, zum Teil sogar richtig fett. Zum Teil leider ein bisschen kurz. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundletest kompakt. Diesmal mit sehr viel umsonst, einer kräftigen Verlosung. Und es gibt zwei, eigentlich drei Fanatical Bundles. Es gibt zwei Humble Bundles und es gibt eine Menge for free. Und wir gehen gleich mal rüber zum ersten Paket und das ist wie immer von Fanatical. Build Your Own Frightmare Bundle. Halloween 2024. Pricing 3,33 Euro für ab 2 Spiele, ab 4 Spiele 2,92 Euro und ab 6 Spiele 2,78 Euro. Und ich glaube, ich habe mir 3 Stück geholt. 4. Wir sehen es gleich. Genau. Das ist eine Menge. Ja. Und wir schauen mal durch. So. Wir fangen an bei 1. Jupiter Hell habe ich mir nicht geholt. Was ist es? Ein Roguelike Traditional Strategie RPG Shooter. Und ja, irgendwie, auch wenn mir das gefallen hat, no, ist das da halt eben das, was mich davon abgeschreckt hat. Also war knapp davor, hätte gehen können, aber ja, das wollte ich dann doch nicht haben. Also die Rollenspielaspekte schön, aber diese Art Kampfsystem, dafür, dass ich jetzt ein bisschen langsamer machen wollte, passt es ganz gut, dass ich mir nicht gekauft habe. So. Midnight Heist habe ich mir auch nicht geschnappt, weil es wohl wieder, oder? Was war denn der Grund? Was war der Grund? Wir gucken mal das ganz schnell mal. Ich habe es noch nicht. Es ist Online-Koop mit 4 Leuten, oder? Ja, ich glaube, das ist, ich habe das irgendwie das Gefühl gehabt, es wäre halt eben nochmal so ein Phasmophobia-Gedöns. Ja. Ja, genau. Also es ist im Prinzip ein Phasmophobia mit Raubüberfall oder Raubaspekten. Und ja, ich habe da jetzt mit dem letzten Vertreter dieses Genres, das ich gespielt habe, schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich denke, alleine ist das nichts und ich spiele halt eben keine Koops. Deswegen, das wollte ich nicht haben. Aber auch das war knapp. Also ist für das richtige Klientel super gut. So, Paranormal PI war knapp davor. Ist also, würde ich immer noch ein bisschen lockerer mit der Kohle umgehen, dann wäre das durchaus was gewesen. Ist es nicht, ne? Ich habe es nicht genommen, oder? Nein, gut. Immersive Simulation, Sandbox, Survival Horror, genau. Ist also hier irgendwie schön von dem Entwickler auch schon narratiert, erzählt. Ja, irgendwie, es hat nicht ganz gereicht. Ne? Ich wollte dann doch nicht auf den Vierer springen. Ich glaube, ich habe mir nur 3 Stück geholt, aber wir sehen gleich weiter. The Unliving hat mich nicht interessiert, weil es nochmal ein Roguelike ist. Und ja, ne? Ja. Ich fand zwar irgend so ein Necromancer-Spiel mal ganz gut, aber das hier, ich weiß nicht warum, aber ich mag ganz gern ein bisschen Story-Aspekte und die sehe ich hier irgendwie nicht. Und ja, wobei, die gibt es ja auch bei Vampire Survivors. Ja, irgendwie, es war von der Optik her und allem her einfach nicht meins, ne? Aber wäre in die Wahl gekommen. So, jetzt geht's weiter. Withering Rooms. Habe ich das Demo angespielt, seht ihr auch auf meinem Kanal, war ich extrem begeistert von und habe es mir dann geholt.
Withering Rooms macht echt Spaß. Es hat besondere, wie soll ich sagen, es hat besondere Optik. Hold still now. Es hat interessante Charaktere. Es hat ein schönes Storytelling. Und was soll ich sagen, du kannst es auf ziemlich leicht spielen, sodass du also keine größeren Probleme hast. Und die Story, die Hintergrundstory ist so herrlich durch, dass es wirklich Spaß macht. Deswegen, also das habe ich mir geholt. Choo-Choo Charles haben wir komplett durchgespielt. Haben wir ein schönes Let's Play, verlinke ich euch auch. Mache ich jetzt immer. Ne? Wenn Spiele sind, wo ich ein Let's Play habe, dann schreibe ich euch doch dann auch das Let's Play dazu. Choo-Choo Charles hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf Teil 2. Ich weiß nicht, ob Teil 2 geplant ist, aber er ist auf jeden Fall im Spiel getriggert. Also da gibt es durchaus ein... Nee, das ist noch nicht vorbei. Also wir gucken trotzdem mal kurz rein. Spielt sich fluffig. Teilweise, teilweise nicht. Also der Endkampf war schon ein bisschen nervig, aber es war halt eben auch wirklich der letzte Endkampf. Ne? Ja. Und ansonsten, nee, also war wirklich ein bisschen, ja, viel rumfahren, viel erleben, viel gucken, aber ohne Lösung absolut machbar und ja, bis auf den letzten Kampf auch nicht so schwer. Und der letzte Kampf war dann irgendwie auch machbar nach einigen Probieren. Deswegen, Choo-Choo Charles. Empfehlung von mir und wie gesagt, guckt es euch bei mir an. Ja. Über The Evil Within 2 müssen wir nicht reden. Klar, das ist No-Brainer, wenn ihr es nicht habt. Natürlich für 3,33 € bitte kaufen. Ja. Viel mehr muss ich nicht sagen. Ne? Gronkh hat eine Sprechrolle. Es ist wohl nicht so gut wie Evil Within 1 irgendwie. Aber wir haben eine tolle Story. Wir wissen jetzt endlich, wie die Story aus Evil Within 1 weitergeht. Wir wissen, warum wir das alles machen. Jo, und ich würde sagen, ja, das ist absolut sinnvoll. Ich habe mir das Let's Play bei Gronkh fast ganz angeguckt und muss sagen, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, 3,33 € oder ja, 2,92 €, was auch immer. Ich hatte es halt schon. Das gleiche gilt für The Chant, also das ich schon hatte. Ich kann mir darüber noch gar kein Urteil erlauben. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber ich hatte es halt schon. Ja. Es sieht aus, es ist, glaube ich, von den Machern. War das gerade eine nicht ganz so hübsche Version von der Doni? Keine Ahnung. Okay. Ist, glaube ich, von den Machern von Until Dawn. Und hat nicht ganz so gut abgeschnitten, sieht aber wirklich toll aus. Also wenn ihr es noch nicht habt, ich würde schon zuschlagen. Das sollte man in der Bibliothek haben. Denke ich mal. Okay, wir gucken ganz kurz mal. Ja, ganz kurz, wie ist es denn? Ja. Sehr positiv, größtenteils positiv. Also richtig schlecht kann es nicht sein. Es ist AAA-Auslastung, kostet normalerweise aber auch 25 €, gibt es auch momentan für 4,99 € im Sale. Hm, okay. Also es ist schon so ein Sales-Kandidat, das muss man schon sagen. Gut, weiter. Stasis Bone Totem haben wir schon so viel drüber geredet. Ich habe jetzt mit diesem Spiel, das ich mir nicht hier geholt habe, die Serie vollständig. Und ja, müsste es mir irgendwo mal anschauen. Ich weiß nicht viel davon. Aber ich finde auch von der Grafik her, ne, diese Form der Isometrie so ein bisschen sehr... Ich weiß es nicht. Irgendwas daran ist so kalt, so technisch. Ich mag das sehr gerne. Und das da macht bei mir wirklich so mal in isometrisch Vibes. Das sieht toll aus. Ich habe da Lust drauf. Wenn ihr es noch nicht habt, denkt drüber nach. So, Master of Puppets habe ich mir geholt. Ja, das habe ich mir geholt. Weil es genug Resident Evil 7 hat. Genug anderes. Einfach irgendwas daran. Noch dazu diese Puppenoptik und das hier irgendwie, fragt mich nicht warum, ich hatte Lust drauf, ich habe es mir geschnappt.
Das hat mir wirklich gefehlt. Ach so, genau. Und es hat für mich auch irgendein Suffer the Night Feeling bei all dem. Deswegen Jack Holmes, Master of Puppets. Nehmen wir doch nicht John Holmes. Das ist jemand anderes. Wenn ihr es nicht wisst, John Holmes ist der Johnny Sins der frühen Jahre. So. Dann natürlich das Original. Besser als 2, aber auch wesentlich älter. Das Let's Play von Kronk habe ich, weil ich eine Zeit lang zum Kronk... was? Nein, echt jetzt. Weil ich zeitweise mit dem Kronk TV-Channel eingeschlafen bin, habe ich, glaube ich, dieses Let's Play so oft schon gesehen, dass ich vieles davon auswendig weiß. Ja, aber halt eben, also dieser Trailer ist Müll, weil, naja, das Ganze nur auf die Schockmomente irgendwie zu reduzieren, ist natürlich eher Quatsch. Ist das das Gleiche? Ja, schade. Nee, kein guter Trailer, aber es ist Evil Within. Leider haben sie verpasst, hier wirklich die dicke Version mit den DLCs zu machen, aber ich weiß nicht, wie gut die DLCs sind. Ich wollte es immer nur komplett haben, aber ich habe es natürlich schon längst hier. So, Doom. Müssen wir da was gucken? Das 2016er Doom, einfach fantastisch. Eine definitive Fortführung von Doom 2 und nicht der Vorgänger von Doom Eternal. Weil Doom Eternal würde ich gerne mal spielen, ist ein geiles Spiel, aber halt eben kein richtiges Doom. Das letzte richtige Doom bisher. Ja, vielleicht wird dieses Medieval Doom auch eins, aber ja, Bethesda, klar. Es ist halt eben das erste Doom mit dem echten Doom Slasher und nicht mit dem Doom Guy, weil der Doom Guy hat damit wirklich wenig zu tun, weil der, naja, der hat durch Geschick, Ausdauer und immer wieder versuchen und sich immer wieder heilen, das irgendwie geschafft, und er macht halt eben pure Gewalt. Es ist pure Gewalt, ein Gewaltfest. Doom ist ein Must-Have. Wenn ihr es nicht habt, müsst ihr es kaufen. Das ist leider so. Ich kann es euch gar nicht anders sagen. So, ja gut, mit der Dead Island, das hier habe ich natürlich schon, klar. Ich habe aber das 2er noch nicht und bis dahin ja alles sehr schön, das ist auch alles in Ordnung, bis dann der erste. Ja klar, natürlich ist es ein Bikini-Mädchen. Und ab dem Moment geht's halt ab und dann wird's halt eben ein Zombie-Spiel. So richtig mit Story. Ich weiß nicht, das sieht gar nicht mal schlecht aus, ne? Wow. Vielleicht ist es sogar besser als das 2er. Weil das 2, das wird irgendwann zu... Das war zwar sehr realistisch, sehr schön, aber irgendwann auch ein bisschen öde. Das hier sieht aus, als hätte es ein bisschen was mehr zu bieten. Keine Ahnung. Muss man haben, habe ich schon gezeigt. So, Devilated habe ich schon. Deswegen habe ich mir da nicht viel da Gedanken drum gemacht. Das weiß also, ich lasse mich jetzt mal überraschen, was es ist. Neon Doctrine? Aha. Okay, ah ja. Gut, das sieht mir jetzt sehr nach Boomer Shooter aus. Was ist denn das gerade gewesen? Waren das Pistolenfinger als echte Pistolen? Ist das euer Ernst? Dieses dort ist ein sehr abgefahrener Boomer-Shooter. Den müsst ihr leider kaufen. So. Nein, aber wenn ihr sowas mögt, ne, scheint also ein gutes Schnäppchen zu sein. Ich hatte es halt schon. Wichtig, wenn ich sage, müsst ihr kaufen, ist das natürlich Quatsch. Müsst ihr selbst entscheiden. Ich zeige es euch nur. Es ist so, wie ich das machen würde, wenn ich es noch nicht hätte. Trotz allem möchte ich darauf hinweisen, dass wenn ihr einen Regenschirm, oh, wie bei dem, wie hieß das? Ich hab's, Martingale, genau.
Wenn ihr etwas bei Fanatical kauft über die Links, die ich unten einblende in der Beschreibung, dann habe ich eine Kleinigkeit davon. Das wäre natürlich sehr nett. Ihr könnt es auch ohne meinen Tag kaufen. Kostet euch das gleiche und ich habe nichts davon. Ne? Also, wollte ich nur mal sagen. Und das sieht aus wie ein sehr, sehr gelungener Blumenschuber. Mal gucken. Nächstes. Don't Knock Twice habe ich mir auch geschnappt. Sind wir jetzt bei 3 oder sind wir schon bei 4? Habe ich mir 4 geschnappt? Ich weiß es nicht. Oder hatte ich das schon? Ich habe es jetzt, aber das war klar. Ich glaube, ich habe mir das hier geholt. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich es schon, weil ja, es hat auch VR, aber nicht nur VR. Sonst könnte ich es ja nicht spielen. Und dass sie nur diese Erlebnis-Trailer jetzt haben, finde ich ein bisschen doof. Aber ich denke einfach so ein durchs Horrorhaus schleichen. Ja, kann man haben. Ne? Ich wollte es haben irgendwie. So. Trenches habe ich mir geholt. Moment mal, ich muss eine kurze Pause machen. Ich muss echt nochmal nachgucken, was ich mir geholt habe. Kleinen Moment. Ja doch, Trenches habe ich mir auch geholt. Don't Knock Twice auch. Ich habe mir 4 geholt, nicht 3. Gut. World War One Horror Survival Game. Es ist von allem her wohl sehr ähnlich einem Teilbereich von Ad Infinitum. Ein Spiel, was ich sehr genossen habe, was ich richtig gut fand und vor allen Dingen den Soundtrack, den ich immer noch auf meiner Playlist habe. Du hast nämlich irgendwie Familie und Erster Weltkrieg und Gräben. Das ist sehr, sehr ähnlich. Du hast auch tatsächlich irgendwie eine ähnliche Engine. Du hast auch eine ähnliche Art und Weise, Sachen aufzuheben. Keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht haben sie sich da auch was von abgeguckt. Ich weiß es nicht. Egal, ich wollte es haben. So. Zack. Ugly hatte ich schon. Und bin ich schon. Ich wollte das auch immer mal spielen. Dunkles, verdrehtes Mädchen. Märchen. Entschuldigung. Wow. Wow, das sieht gut aus. Habe ich beim ersten Mal auch gedacht, da habe ich es mir gekauft. Und dann wieder vergessen. Hallo Mumie. Oh, ich glaube, da geht es um Kindheitstraumata. Okay, wow. Ugly. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Machen wir mal weiter. Voltaire hatte ich auch schon interessiert. Ja, doch, fand ich ganz lustig. Erinnert mich auch irgendwie sehr an. Auf jeden Fall von Klei. Ist das auch von Klei? Die I.O. ist egal, das ist es nicht. Warte mal, ist es von Klei? Ich will gucken mal. Nein, tatsächlich von ihm die I.O. Gut. Der vegane Vampir. Mhm. Ist das immer noch Early Access? Okay, naja. Ja, sieht gut aus. Ich weiß es nicht so richtig. Mit Hirschkäfern. Ist das kein Hirschkäfer? Was ist das für ein Käfer? Ich weiß es nicht. Irgend so ein Käfer halt. Kann man sehr tolle... Doch, es ist ein Hirschkäfer. Kann man sehr tolle, leicht gruselige Sachen machen. Keine Ahnung. Es sieht aber gut aus. Und ja, Monster Camp, es tut mir leid, es gibt einfach so Serien wie dieses Monster Prom, Monster irgendwas. Nie reingeguckt. Ich habe das irgendwie alles, weil es dauernd da war. Wir gucken rein. Ich weiß es nicht. Das und das Hive Swap. Das sind so zwei große Franchises, die mich nicht... Ich weiß nicht, ich würde das niemals installieren.
Aber irgendwie sind die immer so irgendwo dabei, bei irgendwelchen Bundles und deswegen habe ich die alle. Okay. Cursed monster slayer that now befriends monsters and a robot who may or may not have led an uprising of the machines. Oh, und der Sprecher klingt so, als hätte, als wäre er beim Ilja Richter in die Lehre gegangen. And the Prince of Hell. They're so hot. They make trees pollinate by dressing as sexy bees. And let's not forget the breathtaking. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das geht da um Dating und so weiter. Was ist es denn? And turned it into an internet sensation. Ist es Prom, ja? Multiplayer-Dating-Simulation. Ja, es tut mir leid, ich bin da einfach der falsche Ansprechpartner. So, also, wie gesagt, ich habe euch alles gezeigt. Ich habe euch gesagt, was ich mir geholt habe. Ja, und bin mit meiner Auswahl relativ zufrieden. Müsst ihr wissen, was ihr macht. Und ich gebe jetzt weiter zum nächsten Fanatical Bundle. Das Ding ist fies. Es ist wirklich fies. Build Your Own Supreme Collection Winter 2024. Ich habe noch nicht zugeschlagen. Warum, seht ihr? 2 Spiele ab 12,50 Euro pro Stück. 3 Spiele ab 12 pro Stück. 5 Spiele 11 pro Stück. Das ist mehr, als ich momentan ausgeben möchte. Aber... Also ich habe noch nicht zugeschlagen und ich werde wahrscheinlich nicht zuschlagen, aber es tut ein bisschen weh. So, das erste Spiel ist schon ausverkauft, Akimbot, aber wir gucken trotzdem. Was ich gerne hätte. Ich habe Teile davon bei Gronkh Live gesehen. Robocop Rogue City ist ein total geiles Spiel, ich hätte es gern. Und hätte man die Möglichkeit für 12,50 Euro nur ein Spiel zu holen, dann hätte ich mir das geholt. Das will ich wirklich dringend haben. Aber ich denke, wenn es hier einmal für 12,50 Euro ist, vielleicht wird es irgendwie nochmal günstiger oder kommt mal im Choice. Es ist geil. Es ist super umgesetzt. Es hat voll das echte Robocop-Feeling. Also, ne, wenn ihr es euch leisten könnt, schlagt zu. Aber es sind halt eben 12 Euro. Another Crab's Treasure habe ich auch ein Let's Play gesehen. Das Ding ist super. Es ist ein Souls-like. Es ist ein Krabben-Souls-like. Du bist eine kleine, harmlose Krabbe. Das ist nicht die Grafik. Das ist nicht die Grafik. Auch das nicht. Kommt da noch die Grafik? Ja. Das ist die Grafik. Das ist ein Krabben-Souls-like. Und ich mag keine Souls-like. Ich habe auch keine große Vorliebe für Krabben. Außer, dass es jetzt in letzter Zeit wohl öfter beeindruckende Krabbenspiele gab. Das hier ist wirklich geil. Mit Story und allem drum und dran. Wenn ihr es euch leisten könnt, ne? Wild Bastards ist jetzt eins der wenigen Spiele in dieser Liste, das mich nicht interessiert. Es ist ein Roguelike-Shooter, aber mir gefällt hier die Grafik nicht so richtig und irgendwie geht aus irgendwelchen Gründen in Verbindung mit dem Grafikstil der Humor auch nicht so wirklich nach. Also auch wenn da irgendwas mit Cthulhu war und das irgendwie auch Anlehnung an diverse andere. Ich glaube, das sind diese Viecher aus Half-Life, diese Headcrabs und so weiter. Ja, ich weiß es nicht. Das Spiel, also da, ne? Auch Dungeon of Hinterberg. Oder ist das das? Oh mein Gott, jetzt wird schwer. Oh nein, es ist das. Austria's hidden gem. Where relaxation meets monster slaying adventure. It's the only choice. Habe ich bei Gronkh gesehen. Habe ich bei Gronkh gesehen, ist toll. Haben wir schon mal irgendwo im Dings gehabt?
im in Ravengers Liste und haben gedacht, ja, das will aber echt alles auf einmal, alles kann man ja jetzt nicht wirklich erreichen und scheinbar hat es das hingekriegt. Ne? Wir haben so ein bisschen Storygame, wir haben so ein bisschen Dating, ein bisschen österreichisches Dorf, ein bisschen das da. Ich glaube, wir haben Basebuilding, wir haben da alles. Ich muss mal ganz kurz gucken, kann das vielleicht in irgendeinem Bundle? Vielleicht habe ich es schon. Relax in our world-class spa. Ich hab's noch nicht. Join a new friend for a drink. Was, es wird auch gerade schwer im Sale hier auch. Ich könnte hier so böse zuschlagen und will's halt nicht. Auch eine Empfehlung von mir. Das ist wirklich so gut und so vielseitig, wie es aussieht. Vielleicht wird's nach einiger Zeit ein bisschen eintönig, weil ja, es wiederholt sich ja dann trotzdem irgendwas. Aber insgesamt eine sehr frische, schöne neue Spielidee. Sehr schön umgesetzt. Weiter, bevor ich. Das tut jetzt nicht weh, weil High on Life habe ich schon. Und High on Life brauche ich nicht. Und deswegen nicht schlimm. High on Life selbst ist natürlich toll. Wir haben nicht mal einen Trailer. Aber ja, das habe ich hinter mir. Also High on Life. Haben wir schon so oft reviewed. Ja, ist wirklich gut. Aber ich bin froh, dass ich es schon habe. Squirrel with a Gun, auch so ein ganz schweres Ding. Habe ich auch wieder bei Gronkh gesehen. Das Ding ist fantastisch. Das ist so witzig und macht so Spaß. Das tut so weh, dass ich weiß, ich werde es in nächster Zeit nicht spielen. Das ist eigentlich nicht mein Gameplay. Und deswegen brauche ich es gerade jetzt nicht. Aber das ist schon Wunschlistenmaterial. Und das werde ich hier, nachdem ich diesen Teil des Videos aufgenommen habe, auch nachholen. Ich zwinkere momentan auch ein bisschen, weil ich... Oh, was im Auge habe. Also, das Ding ist absolut irre. Sehen wir? Ja, genau. Das ist ein... Genau das. Und so irre, wie es aussieht, ist es auch. Es ist wirklich, wirklich gut. Wir haben übertreiben das in keinster Weise. Das ist geil. Coming soon to Steam and Epic, and coming to PS5 and Xbox Series X and S this fall. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, was es kostet. 19,50 €. Es ist halt nicht so teuer. Und ja, dann ist aber dadurch das Sale auch nicht so lohnenswert. Das ist schwierig. So, Diplomacy is not an option ist nicht mein Spielprinzip, deswegen bin ich sehr froh, dass ich nicht noch schmerzhafter Nein sagen muss. Echtzeit, Strategie, Städtebausimulation, Tower Defense, Basenbau, Sandbox. Ihr seht, was es ist. Es ist wohl auch ziemlich gut für das, was es ist, aber es ist nichts für mich. Deswegen, ihr seht es hier, ja, bada bing, bada bong. Im Prinzip ist ja schon klar, was los ist. Star Wars Bounty Hunter. Star Wars geht mir in letzter Zeit ein bisschen auf den Sack. Es wird einfach zu viel. Ich komme nicht hinterher und ich will auch gar nicht, weil ich besinne mich immer mehr zurück so auf die, ja, die drei ersten Filme. Rogue One. Ich mochte Solo sehr gerne. Ich mochte die Obi-Wan Serie sehr gerne. Ich fand auch The Mandalorian nicht so gut, wie alle anderen das fanden. Als Serie sehr, sehr schön, aber einfach nichts sagend in Sachen Story, sondern war halt eben dieser süße Baby Yoda, den man nicht so nennen darf. Grogu oder wie er heißt. Son Grogu. Egal. Es ist zu viel. Ich gucke jetzt trotzdem mal. Lord Tyrannus, our cloners require a host. You must find an ideal specimen. It's among the galaxy's most dangerous mercenaries. That's a remake. Greetings, Jango Fett. I have a proposition for you. Mm-hmm.
No, no, Django. It's too dangerous even for you. Es ist wohl neu, aber es sieht von der Grafik her echt altertümlich aus. Ich muss das ganz kurz mal gucken. I am the best. Ich mache mal falsch. So, Star Wars Bounty Hunter. Always was. 24. Ist das ein... Ist das ein... keine Ahnung. Wie der ungefüllte Zorn eines Mandalorianers. Aber der hat... Das ist kein Mandalorianer. Das ist doch für ihr gequatscht. Der hat das doch nur geklaut. Leute. Boah. Also Kanon müsst ihr schon, ne? Naja, gut. Nee, also... Sorry, aber nicht so schlimm. Payday 3. Ich will es immer wieder sagen. Interessiert mich nicht, die Bohne. Ich habe ja einfach mal, weil ich diese Anzahl von DLCs und so geil fand, da gab es so tolle Bundles, habe ich mir Payday 2 mal angeguckt und... Das ist völlig uninteressant, ich weiß nicht warum, aber ich merke es nicht. Und Payday 3 hat ja irgendwie gefloppt am Anfang und die Payday-Serie ist jetzt einfach nicht mein Ding. Ne? Ich weiß nicht, ob das sich jetzt lohnt, da einzusteigen, hier da draußen noch was machen oder ob wir besser bei Payday 2 mal nochmal eine kräftiges DLC-Pack holt oder es einfach ganz sein lässt, wie ich müsst ihr wissen. Sag ich oft, ne? It's only money. Ist das jetzt das nächste? Ja. Was das ist, weiß ich nicht, aber da bin ich auch froh drum. Ich brauche es im Moment nicht. Simulation, Aktion, Fahren, Lebenssimulation, RPG. Es sieht zwar aus, als könnte es interessant sein. Es hat wohl viel mit Fahrzeugen zu tun, aber auch anderes. Das sieht sexueller aus, als es sein sollte. Stehlen. Okay. Ich verstehe. Na, irgendwie nicht mein Humor, keine Ahnung. Also da bin ich jetzt auch nicht so traurig, dass ich in dem Angekommen ist. Ghostwire Tokyo Deluxe Edition, also Ghostwire gibt es momentan auch wieder irgendwo umsonst. Ich glaube, das kriegen wir nachher auch nochmal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Ghostwire Tokyo ist jetzt wirklich, das wie Sauerbier bieten sie es an, obwohl es mir sehr gut gefallen hat. Ne? Wir können auch schnell nochmal reingucken. Ich habe da Spaß mit gehabt. Ich habe das angespielt, weil es im Choice war. Und habe seitdem nochmal auf verschiedensten Stellen umsonst zugeschickt bekommen und es ist gutes Storytelling, aber irgendwie ist es gefloppt. Es war ja sehr hoch erwartet und war dann nicht das, was die meisten Leute sich gedacht haben. Aber, also mir hat es erstmal Spaß gemacht. Aber das ist bei dieser Art Spiel vielleicht gar kein so gutes Zeichen. Aber ich finde diese japanische Horrorwelt auch wirklich, wirklich schön. Also mag ich gerne. Ich bin jetzt nicht der super große Mega-Japan-Fan, ja, auch wenn ich da Verbindungen hin habe irgendwie. Aber das mag ich schon sehr gern, so Onis und so weiter. Ne? Na egal, wir machen weiter. Distant Worlds 2 ist ein 4X-Spiel und es interessiert mich nicht so sehr. Ich habe so viele 4X-Spiele, die ich noch unbedingt spielen sollte. Zum Beispiel auch das neue Masters of Orion, nachdem ich das alte, das 1er aus den, weiß nicht, frühen 90ern, habe ich so oft gespielt, dass ich das mal machen sollte. Aber Distant World 2 halt noch eins. Ich habe so viele davon und spiele eigentlich nur eins. Also Plasma. Nicht Plasma, Plasma. Bears in Space, habe ich davon Demo gespielt oder hatten wir das? Ich habe das gespielt, oder? Ganz kurz gucken, ich mache mal kurze Pause. Nee, dann habe ich vielleicht die Demo gespielt, ich weiß es nicht. Oder gab es das umsonst irgendwo, keine Ahnung. Also das ist ein portabler Shooter, ja. Aber ich fand es nicht so geil, wie das irgendwie
gefunden wurde von diversen Let's Playern. Witzig finde ich natürlich diese typische VHS-Werbung, die, naja, doch auch Teile vom Gameplay drin hat, ja. Donne. Was ist das denn? Aha. So, egal. Jim Carrey's Worst Nightmare. Ich glaube, das mache ich irgendwo auf. So, okay. Das wüsste ich gerne. So, weiter. Sovereign Syndicate. Auch das ist irgendwie... Hab keine Ahnung, was es ist, aber da habe ich zumindest mal nicht so dieses Gefühl, ach nee, ich kann es mir doch nicht leisten. Nicht das auch noch. Was ich hier in diesem Bundle relativ oft hatte. Ich werde das nachher nochmal durchgehen. Ja, gut, das sieht so aus, als... Ja, als wäre mir das zu aufwendig. Es hat auch sehr... Kommt mir irgendwie an manchen Stellen Disco Elysium-mäßig vor, vom Gameplay her, und das reicht einmal. Ist ein tolles Spiel, aber es war so anstrengend zu Let's Playen, deswegen nein. Gut. Nö, das jetzt Crab God, weiß ich gar nicht, was Welcome es ist. Sieht süß aus. Raise your very own adorable family of crablings. Teach them how to become the next ocean. Okay, es ist also eine Göttersimulation mit Krabben. Also noch ein Krabbenspiel. Ja, habe ich jetzt nie von gehört. Sieht komplex und gut aus. Ist was irgendwann mal in den Bundle reinrutscht und das man sich dann vielleicht mal anguckt. Aber im Moment nicht so ein großer Verlust. Das wiederum bricht mir das Herz. Nicht, dass ich jetzt Dune Imperium speziell gesehen hätte. Aber ich bin halt eben ein ganz großer Dune-Fan. Und ich meine mit ganz großer Dune-Fan nicht die neuen Filme, die mag ich auch total gern. Sondern ich habe lange davor natürlich den Original, nicht den Original, den David Lynch-Film gesehen und ich habe alles gelesen. Und ich sage das an der Stelle sehr oft, alles gelesen ist nicht nur die 6 Bücher von Frank Herbert. Frank Herbert heißt er wohl. Sondern auch alle Aufbereitungen von seinem Sohn Brian Herbert mit der Vorgeschichte von all dem und dem, was hinterher kommt. Weil das Hauptwerk ist praktisch eingebettet. Die Teile von Frank Herbert sind wesentlich besser geschrieben und schlüssiger, aber das Storytelling und die Story rundherum von Brian Herbert gefallen mir auch sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Das sind ein paar tausend Seiten, das geht. So. Wo bin ich denn da? So. Okay, dann weiter. Noch 2. Jetzt habe ich tatsächlich bei alledem überhaupt nicht geguckt, was das für ein Spiel ist. Es ist nicht meine Art Spiel, sehe ich gerade. Es ist, was ist es? Strategie, Deckbuilding, Simulation, Brettspiel, Kartenspiel, Globalstrategie. Eigentlich überhaupt nicht meins. Also vielleicht tut es nicht ganz so weh, auch wenn es Thema meins ist, aber ich muss es nicht haben. So, weiter. Slatters, da bin ich mir sicher, dass es nichts für mich ist. Rennspiel, ist mir egal, ob Schnee, ob irgendwas anderes, es ist halt ein Rennspiel. Ja. Wer sowas mag, ich mach's kurz. Ja, bisschen Wintersport mit Motor. Ja. Ja, ne? Okay. Und noch ein Looping. Es ist, ja, egal. So, und Arkinbot ist als letztes, weil es das nicht mehr gibt. Wir gucken trotzdem mal rein. Das war jetzt auch nicht das, was mich so besonders gestört hat, dass es drin ist. Ah, von dem Macher von Pumpkin Jack. Da habe ich ja gesagt, das ist toll. Gut, dann könnte es wirklich Classic-Plattformer. Ja, es sieht auch sehr danach aus. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal irgendwo. Ich habe darüber geredet. Ja, aber im Prinzip, ja, es ist schon sehr ähnlich. Ja, das ist aber ein ganz anderes Setting. Auch wieder mit Story, denke ich mal. Super. Ja,
nichts, was ich jetzt so, wow, will ich unbedingt haben. Ich weiß auch nicht, warum das, also entweder hatten sie ein sehr niedriges Kontingent oder es ist wirklich irgendwie der Renner, egal. Nur noch mal kurz zum Zusammenfassen. Robocop will ich haben. Another Crab's Treasure hätte ich gerne. Dungeons of Hinterberg hätte ich gerne. Squirrel with a Gun hätte ich gerne. Sind wir bei 4. Das Dune-Spiel eigentlich auch. Wären wir bei 5. Das wären 55 Euro, die ich im Moment nicht ausgeben will. Tja, am liebsten hätte ich Robocop. Und Dungeons of Hinterberg. Da wären wir aber immer noch bei 25 Euro, die ich im Moment nicht ausgeben will. Deswegen, wir müssen auf beides warten. Ich sag, wir gehen weiter, bevor ich mich zerreiße vor Gier, um das alles zu haben, und machen den nächsten Teil des Bundle-Tests, weil wir switchen jetzt. Nee, wir switchen nicht rüber zu Humble. Das machen wir ganz kurz, weil es das nicht mehr gibt. Ich hätte beinahe das Bundle gekauft für 12 Euro und hätte eine große Verlosung gemacht. Aber das Ding war nach 2 Tagen ausverkauft. Schade. November Game Stage. Und vor allen Dingen, da war Rogue Trader dabei. Das hatten wir mehrfach in Revengers Liste und auch mal in irgendeinem Bundle. Rogue Trader kostet 50 Euro, ist hier in dem Bundle für 12 Euro drin. Und SteamWorld Build hatte ich auch noch nicht. Deswegen, das wäre es gewesen. Die beiden waren der Grund gewesen. Ich habe mich nicht schnell genug entschieden. Dann hätte ich euch The Gunk, American Truck Simulator, Chivalry 2, Escapists, Doors Paradox, Hello Neighbor, For the King, Filthy Animals, Eastside, Hockey Manager, The Corridor und Little Acres verlosen können. Ich habe in Nerth Hero Drift noch nicht und ich verlose nichts, was ich noch nicht habe, auch wenn es mich nicht so sehr interessiert. Panzerkorps habe ich auch nicht, das Gleiche. Ne? Nur um zu sagen, es gab's, es gibt es immer noch auf der Seite, es ist immer noch ausverkauft, es bleibt ausverkauft, es wäre auch alles an guten Zweck gegangen, ist es auch 121.860 Euro gespendet. Und die Top-Spender, die man hat 150 Euro dafür bezahlt. Super. Das war's schon. Ganz schnell und kurz, weil es gibt's nicht mehr. Warum sollen wir dem hinterher trauern? Es ist nicht mehr da und ich sag gleich weiter. Jetzt, nämlich jetzt, geht's zu Humble. Humble Bundle haben es getan. Sie haben so ein 2-Titel-Compilation-Gedöns gemacht, ja. Für mich aus Gründen, die ich gleich erwäge, erörtere, ziemlich sinnlos. Für Nicht-Abonnenten von Choice und auch Nicht-Spielesammler ein sehr interessantes Bundle, muss ich gleich sagen. Wir haben Dark Pictures, Man of Medan, das erste der Serie und das erste Little Nightmares zusammen für 4,62 Euro. Little Nightmares, auch das werde ich euch mal wieder verlinken, habe ich komplett gespielt und ein Let's Play gemacht. Eins meiner ersten sogar, relativ früh. The Dark Pictures Anthology habe ich nie gespielt, aber bei Kronk mal reingeguckt und weiß nicht, ob das irgendwann mal rankommt. So. Also 4,62 Euro für diese beiden. Dann geht's weiter. Little Hope ist der 2. Teil von dieser Dark Pictures Anthology. Jedes einzelne davon ist einzeln spielbar. Jedes einzelne davon war auch schon im Humble Choice. Jedes einzelne davon habe ich schon. Und genauso wie, weil ich totaler Fan bin, auch wenn ich es nicht gespielt habe, die Secrets of the Moor Expansion Pass ist trotzdem schon was Geiles. So. Da sind wir bei 9,24 Euro mit 2 Dark Pictures Spielen und der vollen Rundumversion von Little Nightmares. Ja, ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis noch okay. Jetzt kommt hier House of Ashes, also für 13,86 Euro, für mich tatsächlich der beste Teil.
Ja. Weil wir haben hier die Little Nightmares 2 Deluxe Edition. Ich habe die normale Edition, die reicht mir aber auch, weil ich habe auch den Expansion Pass hier nicht gespielt. Ich will nur das Spiel. Und House of Ashes, wie gesagt, war auch im Choice. Habe ich also. Damit habt ihr aber Little Nightmares komplett und House of Ashes die drei ersten. Genau. Und dann nochmal knappe 4 Euro irgendwas drauf, um dann das letzte, Devil in Me, zu bekommen. Und ich bin mir sicher, das wird noch sehr, sehr viel günstiger. Das heißt also, vom letzten Schritt da nochmal ein paar Euro auszugeben, würde ich euch beinahe abraten. Andererseits, wenn ihr es gleich komplett haben wollt, ist es auch gar nicht, ist 4 Euro nicht teuer dafür. Also 4 Euro mehr. Ne, warte mal. Ne, 4 Euro 62. Ja, 4,62 Euro ist natürlich kein Preis für Devil in Me. Ich würde es dafür auch kaufen. Aber da ich alles andere schon habe, natürlich nicht. Ja? Deswegen ist klar, was gemeint ist. Wir können jetzt mal ganz kurz reinschauen in die Haupttitel. Little Nightmares, einfach mal den Trailer. Das muss jetzt sein. Bisschen leiser, bisschen größer. Und wie gesagt, ich verlinke euch das. Das habe ich gespielt. Während der läuft, trinke ich einen Schluck. Ich blende mich mal aus. Also irgendwelche seltsamen Geräusche, das bin ich. Das ist bei ein so geiles atmosphärisches Spiel. Mit einigen wirklich widerlichen Szenen. Und einigen wirklich widerlichen Charakteren. Ich habe an manchen Stellen so geflucht und mir tat die Hand so weh von dem Controller, von der Controllersteuerung. Oh Gott, ja. Und du bist so oft gestorben. Aber es sind faire Speicherpunkte. Das heißt also, du hast immer nur dieses eine Ding nicht überwinden können, also eine Ding immer wieder neu machen können. Du bist nicht mehrere Schwierigkeiten zurückgeworfen worden. Deswegen, das fand ich nett. So, dann schauen wir uns auch Little Nightmares 2 an. Und ich bleib dann im... Ja. Wir sind irgendwie wohl immer noch das gleiche Mädel. Wenn ich das richtig weiß, wird der Cliffhanger, beziehungsweise ja doch, der Cliffhanger aus dem 1er nie wirklich aufgelöst. Aber ich will es nicht erzählen, weil, naja. Ganz neue Formen der Bösartigkeit. Hm. Ja. Und sterben kann man auf so viele verschiedene Arten und Weisen und die Charaktere sind zum Teil echt. Ja. Das Gameplay ist auch teilweise echt nervenaufreibend. Das müsste ich irgendwann eigentlich noch spielen, aber ich habe ein bisschen Angst davor. Mhm. So viel zu Little Nightmares. Man of Medan, auch da gucken wir rein. Hello. Hello. And welcome back. Den mag ich. Disconcerting, no? Das ist nicht mehr das Medan. Going the wrong way. Can you keep it down, please? Ah, das Tier ist so von allem. Yes. This is a fucking remarkable find. Mary uses her puppet as a familiar to some. Okay, das scheint ein Trailer für die Compilation zu sein, für alles. Ja, also es ist auch, glaube ich, von den Machern von Until Dawn. Hatten wir ja heute schon mal. Und ja. What the fuck is going on with this ship?
I do hope you get the outcomes that you want. Okay, das macht das Ganze nochmal einfacher. Das ist wohl eine Zusammenfassung von den ersten vier. Das war eben von Man of Medan. Das da war Little Hope, würde ich sagen. Und das war wieder Man of Medan. Doppelgangers, Witches, Ghosts, Death and Demons. What could possibly tie all of these souls together? Daniel, you okay? Und ich weiß nicht, wahrscheinlich gehören die alle zusammen und es gibt eine Verbindung, die erst später tatsächlich klar wird, aber ja. Insgesamt kann man sagen, ja, ihr kriegt hier für 18 Euro ein sehr vollständiges Bundle. Ja, deswegen, ja, ja. Ist schon gut, aber für mich mal wieder nichts, ne? Ja, es ist auf jeden Fall die gesamte Devil in Me. Ich weiß nicht, ich glaube, ja. Da kommt auch nichts mehr. Die Season 1 ist damit beendet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir aber ganz sicher, dass ich mich jetzt wieder einblende. So. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir jetzt auch nicht mehr viel über dieses Bundle sagen müssen, weil wir haben ja noch eins und das kommt jetzt. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich fand Generation Zero beim HWSQ Kronk, Pan, damals noch Curry und Tobi. Echt lustig. Ich habe es selbst angespielt. Ich fand es nicht so tolle. Und seitdem gibt es so, ich mag diese Einspiele-Bundles nicht so gern. Klar, Generation Zero, wenn ihr es noch nicht habt, für einen Euro schnell mal zu schnappen. Klar, erstmal reingucken, was es überhaupt ist. Aber ich muss sagen, alles an Trailern und alles an Gameplay, was ich so gesehen habe, ist, naja, nicht der Spielspaß, den ich hatte. Was dieser Trailer jetzt soll, weil das kommt alles im Spiel nicht vor, ist jetzt natürlich auch ein bisschen doof. Vielleicht finden wir noch einen besseren. Was ist? Aha, jetzt das ist. So sieht es tatsächlich aus, ja. Nur es ist halt eben, also erstens mal ist es ja auf Multiplayer ausgerichtet, hat so diese Stranger Things 80er Jahre Vibes und ist sehr repetitiv. Ob das jetzt, also als ich das gesehen habe, war es wirklich so, dass es selbst die das Let's Play gemacht haben, ein bisschen gelangweilt hat. Muss man ganz ehrlich sagen. Irgendwann. Und ja, für einen Euro müsst ihr es nehmen. Wenn ihr es nicht habt, klar, ist Pflicht, ne? So. Und der Rest ist jetzt wirklich nur DLCs. US Weapon Packs, Soviet Weapons Pack, noch ein US Weapons Pack. Also eins, ja, genau. Sweet Vanity Pack, also so ein bisschen, ne, was zum Anziehen. Hm? Klar, also Cosmetics und Waffen. Dann Base Defense Pack. Haben wir da Video? Nein, es gibt immer nur Bild. So, Resistance Weapon Pack, noch mehr Weapon Packs. Base Support Pack. Cameo Weapon Skin Pack. Tactical Equipment Pack. Advanced Intelligence Cosmetics Pack. Eastern European Weapons Pack. Pack. Und dann für das volle Paket für 13,95 kommt noch dazu. Motorbikes, Tactical Equipment 2, Companion Accessories Pack. Ja, ja, ja. Ah, es gibt zwei Story Expansions und die gibt es aber erst ab 13,85 Euro. Ne? Alpine Unrest Story Expansion, ja. Also der Rest ist nur, und die zwei Expansions, ich denke mal, die sind dann wirklich interessant. Also insgesamt, es gibt ja nur ein Trailer. Ah, guck mal, nee. Dann gucken wir uns diese beiden Trailer noch an. Oder?
Nee, das ist der normale Gameplay Lounge. Peggy 12. Ist aber wieder ein anderer, dann gucken wir den. Jetzt ist der gleiche. Hier ist der andere. Wie gesagt, das sieht schon toll aus. Wir haben überall diese Maschinen. Wir haben keine Zombies. Sondern man könnte es, wenn man will, thematisch als einen Vorläufer von Horizon Zero Dawn sehen. Aber als Multiplayer. Jo. Also insgesamt auch kein Bundle für mich, ganz klar. Weil mir hat das Einser nicht gefallen. Ich will es nicht im Multiplayer spielen. Also das nicht das Einser, das ist das Original. Also das Grundspiel. Die Cosmetics interessieren mich noch weniger. Und Story Expansions von etwas, was du eh schon nicht magst, ist für mich jetzt nicht so interessant. Aber wenn ihr Generation Zero mögt oder immer mal angucken wollt, kriegt ihr jetzt erstmal für einen Euro das Spiel. Das ist absolut lohnenswert. Klar, weil für einen Euro was angucken und dann die Möglichkeit aufzustocken, wenn ihr Spaß dran habt, ne, ist super. Jo, also insgesamt ein gutes Bundle für ein Spiel, was mir nicht gefällt. So, das kann man so sagen. Und wir gehen rüber zu For Free, das war es nämlich schon. Und For Free wird ganz schön viel. Da bin ich wieder. Genau so habe ich das Intro gemacht, habe ich schon oft erzählt. Epic, zweimal. Einmal Widget. Widget ist ein reines Online-PvP. Auch das kommt heute oft vor, ist aber Zufall. Habe ich im HWSQ gesehen, ist ein lustiges Versteckspiel. Vier Leute sind Hexen und einer ist der Hexenjäger. Und ja, du versteckst dich als irgendwas und musst aufpassen, dass die Hexenjäger dich nicht finden. Ist als Multiplayer-Spiel wirklich witzig. Ja, es ist auch nicht so actionlastig, wie dieser Trailer jetzt zu zeigen vermeint. Sondern es ist vielmehr, du versteckst dich als irgendwas und achtest einfach drauf, dass du möglichst nicht entdeckt wirst. Das ist alles. Ja. Also so verfolgungsjagdmäßig eher weniger, so wie ich es gesehen habe. Ne? Aber ja, es ist Widget und es ist umsonst bei Epic. Genau, also Tschüttschlagen. Ja, und da hatten wir es wieder, ne? Für alle kostenlos, ja, deswegen im Bundle keine Gefahr, Ghostwire Tokyo, nicht die Deluxe-Edition. Was in der Deluxe-Edition drin sein soll, weiß ich nicht. Obwohl, gucken wir mal, das Deluxe-Upgrade, was das denn macht. Skins, 3 Skins, also dafür lohnt sich's wirklich nicht. So, ja, Ghostwire Tokyo haben wir eben schon gesehen. Brauchen wir nicht nochmal zu sehen. Mir hat es gefallen, ich mochte es sehr gerne und ihr könnt es jetzt alle haben. Kostenlos auf Epic. So, und jetzt kommen wir zu Prime und das wird ganz schön fett. Nochmal Marvel's Guardians of the Galaxy. Ich habe mir das sehr günstig gekauft, aber so günstig hätte ich es nicht bekommen, als Verknüpfung mit Epic, Guardians of the Galaxy, soll eine der besten Marvel-Umsetzungen überhaupt sein. Wichtig ist bei den Marvel-Umsetzungen, es ist die Umsetzung des Comics und nicht der Filme. Das heißt also, die Charaktere sehen nicht so aus wie im Film, sondern wie im Comic. Ansonsten, Guardians of the Galaxy, geil. No? Ist also bei
Epic bedeutet also, es gibt nur eine Verknüpfung. Ich kann es also, obwohl ich es habe, nicht verlosen. Ganz im Gegensatz zum nächsten Titel. Mafia Definitive Edition ist ein GOG-Key. Könnt ihr gewinnen? Verlose ich. Habe ich nämlich schon, wie ihr seht. Und es ist ein GOG-Key. Ich brauche es nicht, auch noch auf GOG. Deswegen gucken wir rein. Mafia 1, Peggy 18. Die Definitive Edition. Ist wohl ein absolut geiles Remake. Ich habe da auch Teile von Let's Play gesehen. Ich weiß nicht, ob bei Aldemar oder Spielbär, aber einem von beiden. Und fantastisches Mafia-Spiel. Wirklich, wirklich gut. Zum Teil auch sehr beklemmend. Mit einem absolut tollen Protagonisten. Der mich auch an irgendjemanden erinnert. Wer spielt denn diesen Lucifer? Ich glaube, an den erinnert er mich ein bisschen. Also echt geil. Ihr könnt es gewinnen bei mir. Ne? Deswegen, Gocki. Da, mitmachen. Ihr wisst Bescheid. Ich schreibe euch die Hashtags, die ihr in den Kommentaren verwenden könnt, in die Beschreibung, und wenn ihr einen Hashtag habt, dann kommt in die Verlosung rein und ihr kriegt das Spiel, wenn ihr gewinnt. So, Auslosung gibt es unregelmäßig. Ja. Teilnahmeschluss ist also mindestens eine Woche, meistens länger. Auch gewinnen könnt ihr, das gab es jetzt schon sehr oft, trotz allem für umsonst ist super, weil es auch wieder ein GOG-Key ist. A Plague Tale Innocence. Das ist der erste. Den habe ich bei Gronkh gesehen. Ich habe den schon ewig, aber nie auf Steam. Ich glaube, den habe ich bei Epic oder sonst wo. Keine Ahnung. Das Ding ist der Wahnsinn. Das ist ein sehr, sehr schönes, storylastiges, bisschen Schleif. Bisschen irgendwas. Es ist einfach ein episches Werk. Ich habe leider den zweiten nie gesehen irgendwo. Ich habe den schon. Müsst ihn vielleicht irgendwann mal spielen. Aber also, na, ihr könnt es bei mir gewinnen. Das ist der erste. Und vom ersten weiß ich, er ist gut. So. Dann. Death's Door bei Epic. Habe ich hier noch nicht. Habe ich, glaube ich, jetzt neu bei Epic. Aber ja, deswegen, ich hätte es also so oder so nicht verlost. Wir gucken rein. Ich wollte das auch immer haben. Ich glaube, das ist ein witziges Spiel. So mit einem leichten Halloween-Grusel-Hintergrund. Rätsel und Türen unter Türen. Geiles Willen. Oh, ich habe heute die 6 Uhr Schicht gehabt. Ich habe das jetzt schon eine 8 Stunden Schicht hinter mir und habe also um 6 Uhr angefangen. Also seit 5 Uhr morgens bin ich wach. Deswegen lasst mich gehen. Ja, sieht wunderschön aus. Wenn ihr Prime Gaming habt, also Amazon Prime habt, könnt ihr euren Twitch-Account damit verknüpfen und ihr könnt es umsonst für Epic haben. Sieht gut aus. Nächstes kann ich wieder verlosen. Hatten wir auch mal angespielt, habe ich auch Let's Plays zugesehen. Ist absolut irre. Hat ganz tolle Visuals für HR-Giga-Fans und Alien-Fans. Absolut notwendig. Es ist wenig Shooter, auch jetzt ganz kurz mal so aussieht. Es ist sehr viel Rätsel. Es ist sehr viel. Es ist vor allen Dingen wieder. Es ist HR wieder in Reinsform. Super gut. Es ist ein GOG-Key. Ich habe das Spiel schon. Ihr könnt es haben. Ihr könnt es gewinnen. Scorn. Designmäßig
ein absolutes Meisterwerk. Spieltechnisch ein bisschen clunky manchmal, ein bisschen nervig, grindig ein bisschen. Irgendwann ist die Optik auch zu viel, aber trotzdem, guck mal. Die haben aber Giga, haben die verstanden. Das ist eine Giga-Welt, die willst du nicht haben. Aber einmal kurz drin spielen, ist ein kurzes Spiel, muss man dazu sagen. Also, mitmachen, könnt ihr gewinnen. Noch eins könnt ihr gewinnen. Das nächste. Koromon. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon hatte. Und ich weiß auch nicht, ob ich es schon ein paar Mal verlost habe. Aber jetzt könnt ihr es nochmal. Weil es ist als Gokki diesmal umsonst bei Prime Gaming. Es ist ein Sammelmarathon und der Ravenger sagt, es wäre gut. Es ist also so ein Pokémon-like, wenn ihr wirklich wollt. Also, muss man jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber ja. Ja, so eine Mischung aus Stardew Valley und Pokémon. Pokémon immer zwei Entwicklungsstufen und so weiter, ja. Wir gehen auch nicht weiter drauf aus. Eine ist es nochmal Koromon, das wir können gewinnen. So, und wir kommen zum letzten Spiel, glaube ich. Haunted Hotel Personal Nightmare für den Amazon Games Launcher. Also auch nicht verlosbar, würde ich aber auch nicht tun, weil ich hab's noch gar nicht. Ist ein Wimmelbild, ein Big Fish Wimmelbild. Die waren nicht immer gut, aber das waren eine Zeit lang die Spitzenreiter. Allein schon, weil Gronkh halt eben Grim Tales gespielt hat. Ja, es sind halt Big Fish Games. Massenproduktion, meistens irgendwie in russischen Grafik und Programmier-Legebatterien. Ganz klassische Dinger. Mit mega Grafikeffekten. Ja, da kommt dieser berühmte Spruch Aussparung her. Insgesamt nicht sehr hochwertig, aber mit eigenem Charme. Ich bin froh, dass ich Haunted Hotel Personal Nightmare jetzt habe. In der Collector's Edition. Genau das. Das war's. Ich guck mal, war's das wirklich? Ich gehe mal auf Nummer sicher. Nein, wir gucken uns das nicht nochmal an. Ja, da kommt uns nichts mehr. Alles weg. Das heißt, wir machen ein kleines Fazit. Ich schnippel ein bisschen das Ganze zusammen. Schneide unnötige Pausen rein. Genau, ich schneide unnötige Pausen rein. Raus, natürlich, ja. Und ansonsten sage ich, ja, ab zum Fazit, ne? Fazit. Bisschen schwierig, aber ja, alles nicht so gelaufen, wie ich wollte, aber ich habe ein bisschen was gekauft. Ich habe beim Frightmare Bundle zugeschlagen, habe selbst also 4 Spiele gekauft, habe einige schöne horrormäßige Spiele hier drin gehabt. Deswegen, Pricing ist absolut angenehm, kann man machen, wenn euch davon noch was fehlt oder wenn euch noch Evil Within 1 oder 2 oder sogar Doom fehlt, ne? Kann man ruhig mal zuschlagen, kostet auch nicht die Welt. Die Welt kostet Build Your Own Supreme Collection. Es blutet mir das Herz. Da sind Spiele dabei, die hätte ich gerne, aber im Moment einfach nicht das Geld dafür. Robocop hätte ich gern. Dungeons of Hinterberg hätte ich gern. Squirrel with a Gun hätte ich gern. Und auch Another Crab's Treasure hätte ich gerne. Das Dune-Spiel ist nicht unbedingt my cup of tea, aber es ist ein Dune-Spiel. Ja, also insgesamt schmerzhaft teuer. Gute Auswahl, zum Teil müsst ihr wissen. Sage ich oft, müsst ihr wissen, ich halte mich gerade zurück. Ich hoffe, dass das jetzt gerade bei Robocop und Dungeons of Hinterberg nicht so einmalige Möglichkeiten sind. Dann schade, dass das mit Movember Games Dash nicht funktioniert hat, weil ich hätte eine schöne Verlosung machen können und hätte 2 schöne Spiele gehabt und das Ganze halt eben für den Preis, wo es bei dem Prestige Bundle nur ein Spiel gegeben hätte. Dann die Dark Pictures Little Nightmares Horror Collection. Ja, ist komplett.
gute Spiele, alles klar, nicht zu teuer, kann man machen, ich hatte so viel davon schon. Generation Zero bei Humble, ja, ich mag das Grundspiel nicht. 13,85 für das Grundspiel und die beiden Erweiterungen oder 1 Euro nur für das Grundspiel, die Cosmetics, Packs und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob man die braucht. Ja, und dann for free wieder richtig fett, ne? Widget für Partyspieler, geiles Ding. Ghostwire Tokyo umsonst, ist natürlich verschenkt, ich meine, ist eh verschenkt, aber egal, für alle wohlgemerkt, es ist also epic, ne? Einfach claimen. So, deswegen dann Guardians of the Galaxy umsonst, wenn ihr Prime Gaming habt, absolut lohnenswert. Und zum Verlosen Mafia Definitive Edition, A Plague Tale Innocence, dann auch nochmal Scorn und Coromon, also richtig fette Verlosung. Dann Death Door habe ich jetzt endlich, wenn auch bei Epic, und Haunted Hotel beim Prime Launcher. Ein weiteres Wimmelbildspiel. Was soll man sagen? Das war alles andere als mager. Und ich fand es auch wirklich ganz gut und konnte auch mit den kostenlosen Spielen ja zum Teil was anfangen. Also da kam schon was in meine Sammlung. Also insgesamt gelungen. Und ich bin jetzt durch. Also so und so. Weil, wie gesagt, 6 Uhr Schicht. Ich hoffe, es war trotzdem erträglich und man konnte mir folgen. Ich mache jetzt Kapitelmarken, schnippel alles zusammen und schicke euch rüber zur Lady. Die erklärt euch nochmal schnell, wie ihr mich unterstützen könnt. Okay, ciao. Wegen dieser Vorkommnisse ist der Aufforderung, den Kanal zu abonnieren, unbedingt Folge zu leisten. Dieses dient ausschließlich der Schadensbegrenzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ciao.